willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der Provos-Map. So, heute bin ich leider alleine. Aber dann müssen wir gerade mal. Wo kann ich denn mit den Kühen kommunizieren? Hallo? Heute. Hier vielleicht. Ja. Okay. Die Kühe müssen versorgt werden. Da brauchen sie Wasser, Stroh, Mischration, Heusilage, Gras. Okay. Dann werde ich gerade mal hier die. Oh. Ein bisschen mit Gras versorgen. Silage müssen wir mal gucken, ob die Silage unten schon fertig gegärt ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Und ich habe auch noch keine Ahnung, wo wir das Gras überhaupt abladen müssen. Deshalb fahre ich hier einfach mal. Okay, gleich hier vorne. Gut. Heu. Warte mal, was war's? Stroh brauchen sie auch. Dann. Stroh kommt wahrscheinlich in die Mitte. Müssen wir ja gerade mal den Trailer kurz rausziehen. Wir müssen uns dann auf jeden Fall gleich noch einen Wasserfass kaufen. Achso, ich muss ja hier. Manual Attaching. So, zack. Achso, jetzt habe ich die. Ja, kann ich auch per Hand machen. Ja. Ja. Wo fahren wir denn hin? Heute bin ich alleine hier mal wieder auf der Map, weil es einfach von den Aufnahmezeiten her nicht gepasst hat, dass wir da irgendwas zusammen aufnehmen. Ist halt manchmal so. So, dann machen wir mal gerade lose. Ich glaube, das kommt hier rein. Ich glaube, wir haben falsch gedacht. Kriege ich das hier um die Ecke? Ist auch falsch. Ja, ist auch falsch. Wo wird denn dann Stroh angenommen? Vielleicht beim Grastrigger, aber das glaube ich eigentlich nicht. Nicht. Oh oh. Also wir kümmern uns heute mal wirklich hauptsächlich nur um die Kühe. Nee, auch nicht. Muss ich da jetzt so einen Streuwagen kaufen oder was? Oder warte mal. Kann ich hier aufmachen? Es ist halt jetzt doof, wenn ich. Komme ich da irgendwie in die. Würde ich hier irgendwie wieder reinkommen? Hier nicht. Da auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich das Stroh einfach hier so reinkippen kann oder ob ich da extra so ein. So ein Einstreu-Ding brauche. Gibt es da extra so ein Einstreuer laden Strohballen, um den Boden des Kuhstalls mit Stroh zu bedecken. Genau. Ob wir sowas brauchen. Und davon haben wir auf jeden Fall nichts. Nichts drauf. Auf dem Modpack. Also ein Futtermischwagen. Futtermischwagen haben wir auch. Doch, Futtermischwagen haben wir einen. Und zwar als LKW, glaube ich. Nee. Ist ja unter Diverses. Auch nicht.
Wo war denn der? Tierhaltung, hier. Den hier haben wir. So einen kleinen Futtermischwagen, Silage, Heu und Stroh. Heu haben wir nicht. Können wir uns Heuballen kaufen? Ja. Aber so viel Geld haben wir nicht mehr. Wir müssen ja gleich zum Shop. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch ein Wasserfass. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal kurz hier. Und eine Frontaufnahme. Ja. Dann lassen wir den Befüllung starten. Ja. Achso, tanken. Dann. Gut. Also das Gewicht hier und den Frontlader. Und dann fahren wir mal schnell zum Shop, holen den Wasserfass. Und Wasserfass und dieser Einstreudinger. Den brauchen wir nämlich unbedingt, sonst wird es schwer, die Tiere zu versorgen. Zumindest bei den Kühen jetzt. Ich meine, Schafe wären jetzt kein Problem. Da können wir ja einfach Gras reinballern. Aber die Kühe müssen versorgt werden. Dann gucken wir nachher auch mal, ob die Silage schon bereit ist. Könnte man da vielleicht auch schon ein bisschen was aufladen. So. Futtermischwagen bräuchte man eigentlich auch, aber wir können erstmal ohne TMR starten. So. Was habe ich gesagt? Tierhaltung, dieses Teil. Ich meine, das ist halt jetzt leider nicht alt. Wenn ihr da Mods-Vorschläge habt, dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Und was habe ich noch gesagt, was man braucht? Ein Wasserfass. Da nehmen wir das hier. Fast Standard-Reifen-Variante. Standard-Reifenhersteller. Auch Standard-Edelstahl. Und das ist ein Einfluss? Nee. Dann, aber es kostet mehr, oder? Ja, kostet 1000 mehr, Alter. So viel Geld haben wir nicht. Oh, ich habe gerade was gesehen. Haben wir jetzt davon... Achso, nee, okay. Hier steht, dass wir zwei von den Anhängern haben. Aber der eine ist ja ein Ballenwagen. Von dem her passt's. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Ah, wir haben den Frontlader nicht dabei. Jetzt hätten wir noch ein bisschen Heu kaufen können. Ja, dieses Teil muss ich noch irgendwie attachen. Ah ja, hier. Oder? Hm, da geht's nicht dran. Lass mal kurz gucken hier. Wo die Aufnahme ist. Ah, hier ist die. Oder? Ich hoffe mal. Nur die Frage, ob wir das jetzt vorne dran machen können oder nicht. Können wir den Anhänger vorne dran machen? Der hat eine Aufnahme eigentlich. Oder einen Anschluss. Ja, okay, das würde gehen. Weil wenn nicht, dann müssen wir halt... schlecht aus. Dann müssen wir halt rückwärts heimfahren.
Geht auch nicht. Mit was muss man denn dran machen? Geht denn dieses Teil dran? Das stellt mich jetzt für eine kleine Herausforderung. Ups. Wir müssen auch mal gucken, wo wir überhaupt Wasser herkriegen. Komisch. Gucken wir mal gerade, wo wir Wasser kriegen. Oben beim Hof ist ein See. Ja, das sind zwei Seen. Da wird man schon irgendwo Wasser kriegen. Das mit dem Einstreudinger, das ist ein bisschen komisch. Müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir da mit einem anderen... Aber ich wüsste halt nicht, weshalb ein anderer... Traktor das jetzt attachen könnte und der nicht. Also das ist das Komische. Erstmal, ob wir hier Wasser kriegen. Auffüllen. Ja. Warum geht es nicht? Steht doch, ich soll hier auffüllen. So. Geht immer noch nicht. Abdeckung öffnen. Ach so. Dann müssen wir sogar die Luke aufmachen. Es läuft jetzt gerade so rein. Ist perfekt. Es läuft oben zur Luke einfach rein. So einfach geht es. So, Luke zu, dass es nicht wieder rausläuft und dann... Naja, der Ford schafft es. So, hier sind wir reingekommen, dann kommen wir auch hier wieder raus. Okay, gut. Das hätten wir geklärt. Wasser bekommen wir easy. Dann können wir vielleicht gerade mal bei der Silage vorbeischauen. Prozent, also, die ist auch fertig. Das ist supi. Das Wasser hin. Dann eine Schaufel haben wir, glaube ich, auch schon. Dann schaffen wir es, glaube ich, heute noch, die Silage oben einzufüllen. Ich meine, viel brauchen wir ja erstmal nicht. Das ist nur die Frage, wo kommt das Wasser rein? Ups. Ah, da haben wir sogar einen Brunnen, oder wie? Funktioniert der?
Ah, wahrscheinlich kommt das Wasser ganz da hinten rein. Ja. Oh, schön, wie das Wasser hier hinten sogar rausläuft. Cool. Ja, wir müssen natürlich das Fass oben aufmachen, sonst haben wir einen Unterdruck. Produktivität 10%, Wasser ist voll, sehr schön. Ja. Hallo? Warum geht das jetzt nicht zu? Jetzt geht das Wasser fast nicht mehr zu. Ah, jetzt. So, und ich würde sagen, das Fass lassen wir auch direkt hier stehen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Regenwasser aufsammeln. Ah, warte mal. Nee, geht nicht. Das lassen wir gerade hier stehen. So, dann hatten wir eigentlich noch einen kleinen Anhänger da hinten. Nur ein bisschen ungeschickt. Brauchen ja noch einen Frontlader. Ups. Also, dass wir das Stroh nicht reinkriegen, das, da muss ich mich nochmal schlau machen. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Achso, warte. Ich muss halt das vorne wieder abdeichseln hier. Also, dieses Manual Attaching, dass ihr alle Anbaugeräte manuell selbst andocken müsst, ist gar nicht mal so uninteressant. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Macht das Spielerlebnis ein bisschen realistischer, weil keiner sitzt im Traktor und kuppelt alles an. Ja, man muss immer aussteigen und das Zeug ankuppeln. Kurz zwei, drei Schaufeln Silage. Ah, hier wäre doch auch ein Wasserfass. Können wir hier auch was holen. So. Steht halt jetzt ein bisschen ungeschickt. Ein bisschen falsch eigentlich. Da muss man erst aufdecken, gell? Und das Silo wurde geöffnet, ist richtig. So, ich bediene den Frontlader immer direkt über die Maus. Muss sagen, ganz am Anfang habe ich das nicht gemacht. Da habe ich es über Tastatur gemacht. Aber inzwischen komme ich so gut mit der Maus klar und der Steuerung. Da mache ich das immer über die Maus. So, wird nämlich Zeit, dass wir die Kühe versorgen, weil die leiden schon an Hunger, ja. Nicht, dass die uns vom Fleisch fallen. So, aber ich denke, das reicht dann auch erstmal. Es sind noch ein paar Rückstände von der Silage in der Schaufel. Sieht so aus. Bringen wir das mal schnell zu den Küchen.
Weil die sollen Milch produzieren. Hallo, das muss hier vorwärts gehen auf unserem Hof. Wir haben hier nur noch 20.000, nur noch 17.000 Moneten. Dass wir hier schnell den Trigger finden. Dann nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Willst du mich veralbern? Heu oder Silage? Warum nicht? Ups. Hä? Das kann nicht sein, da ist der Abholtrigger für die Milch. Da ist der Gülletrigger. Links, dann machen wir halt mal rechts. Vielleicht geht's so. Hä? Der kann nur links und rechts abkippen. Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr wisst, wo hier diese... Ah, halt! Warte, da war er. Ich habe den Trigger gerade gesehen. Bin mir ziemlich sicher. Hä? Ich bin mir sicher, der war da. Das muss ich jetzt nochmal austesten. Hier, Silage. I. Also der Trigger sitzt ziemlich weit am Anfang. Oh oh. Ah, okay. Dann können wir hier vielleicht auch das Stroh reinkippen. Muss man nur ziemlich vorsichtig am Anfang das ausprobieren. So. Dann lassen wir den mal hier stehen. So, das wird heute leider wieder mal ein bisschen eine längere Folge. Damit wir hier das erledigen können, was wir erledigen wollen. Also ich hoffe jetzt, dass vielleicht da vorne auch der Strohtrigger ist. Also das kriegen wir heute nicht mehr hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, ob ich den Strohtrigger irgendwie finde, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis morgen. Ciao!